Wie du sicherlich schon gesehen und gehört hast, geht es in diesem Video um 3D-Drucker. Aber nicht irgendein 3D-Drucker, sondern den Aldi, Norma, überall krieg ihn, Amazon günstig, unter 200 Euro, vielleicht ist es der Volksdrucker, 3D-Drucker. Und vielleicht auch der erste 3D-Drucker für dich oder deine Kinder, denn der Kanal soll dich ja immer ein klein bisschen schlauer machen. Deswegen habe ich das gute Ding getestet. Meiner heißt Tina 2, a little bit of, na egal, das ist was anderes. Auf jeden Fall habe ich getestet, was er kann, was er nicht kann, worauf du achten musst. Und natürlich, wie sollte es anders sein, wir starten mit dem Unboxing. Jetzt musst du nur noch eine Transportsicherung rausnehmen und diesen Schaumstoff da entfernen und dann ist dein Drucker einsatzbereit, denn er kommt nämlich fertig montiert. Du musst nichts schrauben, sägen, klopfen, hämmern, kleben, was auch immer. Das Ding ist fertig und ich verspreche es dir innerhalb von maximal 5 Minuten einsatzbereit. Genau wie der Drucker ist die Menge des Zubehörs sehr kompakt und überschaubar, aber aufs Wesentliche reduziert. Denn was dabei ist, ist echt praktisch. Du hast nicht nur eine Troubleshoot-Karte, die ich auf keinen Fall wegschmeißen würde. Das ist nämlich eine Problemlösungskarte. Was ist, wenn mein Drucker das tut, nicht das tut? Also du verstehst, was ich meine. Deswegen, also toi toi toi, ich habe sie noch nicht nutzen müssen, aber haben es besser als brauchen. Und in diesem etwas dickeren Heftchen wird gezeigt, wie du das Filament, und es ist ja auch ein bisschen Filament dabei, 100 Gramm. Ich habe gedacht, das wäre viel weniger, also viel zu wenig, aber 100 Gramm ist eine Menge, wie du das einlegen kannst, worauf du achten musst. Es sind halt so ein paar Dinge, die dabei wichtig sind. Dann hast du noch so eine kleine Zubehörtüte mit Schrauben, Imbusschlüssel, einem zweiten Druck, Düsen, Köpfchen und natürlich auch der Micro-SD-Speicherkarte und sogar einem Adapter. Das finde ich schon richtig cool für normalen USB-Anschluss. Und auf der Micro-SD-Karte ist einmal die Software und so Probedinger, die man drucken kann. Bevor du auch nur den ersten Millimeter mit deinem Drucker drucken kannst, musst du natürlich das Filament einlegen. Das ist PLA, das ist auch dabei. Das ist das gängigste, praktischste, unkomplizierteste Material, was es so gibt. Es riecht auch bei der Verwendung eher so, als wenn du mit einer Heißklebepistole arbeitest. Also überhaupt nicht stark. Du kannst hier in einem geschlossenen Raum damit arbeiten. Das ist total easy und es gibt keine Kopfschmerzen. Also zumindest ich nicht. Du musst. Aus dem Drucker kommt so ein kleiner weißer Schlauch raus. Die lose Seite an der Seite in den, ich weiß nicht, Fördermechanismus stecken. Das ist so ein kleines schwarzes Töpfchen. Das musst du drücken. Steckst den Schlauch vorsichtig ein. Und dann musst du an der Seite die Halterung runterklappen. Denn da kannst du die mitgelieferte Filamentrolle drauf tun. Da passen keine 1-Kilo-Rollen drauf. Das ist ganz wichtig. Möchtest du eine 1-Kilo-Rolle verwenden, musst du dir entweder was drucken, wo du die dran halten kannst. Oder ich habe mir jetzt hier so zwei Schienen bestellt mit Kugellager. Dann kannst du die Rolle perfekt draufstellen und das schnüffelt sich da hin und her. Das ist super praktisch, funktioniert auch tadellos. Auf jeden Fall Filament rein. Dann musst du unten den Knopf drücken, damit das so durchgeführt wird. Und dann siehst du halt, wie das Filament in dem Schlauch bis zur Düse. Und dann musst du es wirklich fast bis zum Anschlag reinstecken. Und dann kannst du den Drucker einschalten. Vorher bitte nicht einschalten, steht auch extra drauf. Der Knopf selber ist ein Dreh- und Drückknopf. Das heißt, damit kannst du im Menü vorwärts und rückwärts gehen. Und drückst du drauf, ist es halt die Bestätigung. Was ich ein bisschen schräg finde, ist die Stromzufuhr. Also, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, bei einem rechteckigen großen Kasten die Stromzufuhr oben zu machen, statt unten, ich weiß es nicht, aber es ist halt oben. Und an dem Netzteil ist er noch klick, wie so ein Lichtschalter, finde ich super praktisch. Nach dem Einschalten und Laden des Filaments war ich ja super ungeduldig und habe hier von der Speicherkarte diesen beweglichen Flugsaurier gedruckt und war in zweierlei Hinsicht total geflasht. Erstens, es hat einfach funktioniert und zweitens, es dauert ewig. Der Flugsaurier hier hat fast eine Stunde gedauert. Und das ist schon mal ein wichtiger Hinweis an dich. 3D-Druck ist zeitaufwendig. Es ist entschleunigend. Du brauchst Geduld. Je komplizierter, je größer, je feiner du drucken möchtest, desto länger dauert das. Auch wenn der Drucker nur ein Druckvolumen von 10 mal 10 mal 10, also circa hat, ja, das dauert ewig. Den Drucker gibt es übrigens nicht nur in verschiedenen Namen und verschiedenen Farben, sondern auch in verschiedenen Variationen. Und du solltest unbedingt, aber wirklich unbedingt darauf achten, dass das Druckbett beheizbar ist. Ob er WLAN hat oder nicht, das ist Geschmackssache. Ich persönlich nutze das gar nicht. Erkläre ich jetzt gleich im Bereich der Software. Aber
Achte bitte dringend darauf, dass der Drucker ein automatisch beheizbares Druckbett hat. Das wird dir unglaublich viel nutzen. Und wenn du überhaupt nicht weißt, wie 3D-Druck überhaupt funktioniert, erkläre ich dir das jetzt. Du brauchst kein Raketenwissenschaftler zu sein, um zu verstehen, wie so ein dreidimensionales Objekt gedruckt wird. Das ist nämlich ganz einfach. Eigentlich, wenn man das ganz knallhart sieht, sind es ganz viele zweidimensionale Schichten übereinander gedruckt. Dein Drucker erzeugt an der vor ihr gesehenen Stelle X, Y und Z einen Punkt oder einen Strich oder eine Bewegung. Aber das Schicht für Schicht für Schicht. Deswegen, wenn ich jetzt hier das weiße Filament nehme, kannst du sehen, wenn man jetzt ganz genau dran geht, dass hier so Schicht für Schicht für Schicht aufgebaut wird. Und in dem Timelapse, was du hier natürlich auch siehst, erkennst du, wie das Ganze funktioniert. Und da kommt nämlich auch die Software ins Spiel. Es ist völlig egal, was du für ein 3D-Modell hast. Es muss gesliced werden. Das heißt, es muss wirklich in diese Schichten übertragen werden, damit dein 3D-Drucker das verstehen kann. Die Sprache, die er versteht, ist G-Code. Er weiß lediglich tatsächlich an, welcher Stelle er den Druckkopf bewegen muss, wo das Filament hin muss, und das war's. Ja? Also X, Y, Z und das tatsächlich nur in einer Ebene. Danach kommt die nächste Ebene, die nächste Ebene, die nächste Ebene, die nächste Ebene. Das ist Schritt für Schritt super entspannend anzugucken, muss ich fairerweise sagen. Es macht echt Spaß zu sehen, wie ein 3D-Modell aus dem Drucker heraus, ja, wächst, kann man schon echt sagen. Der ein oder andere wird bereits gemerkt haben, dass dieses Schiff, was hier im Timelapse ist, völlig falsch hergestellt worden ist. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Fingerabdruck und so sollte es eigentlich aussehen. Glatt und schön, ja, also nicht wirklich so wie das hier, sondern so. Aber warum ist das passiert? Das ist eine Frage der sogenannten Slicing-Software. Ich habe hier tatsächlich einen großen Fehler gemacht in diesem ersten Schiff, dem Banshee. So heißen die Dinger. Ich würde gerne diese Erfahrung jetzt mit dir teilen. Denn es steht auch so ein großer oranger Aufkleber auf dem Drucker drauf. Bitte benutze nur die richtige Software. Und da der Drucker von verschiedenen Herstellern hergestellt wird, habe ich tatsächlich die falsche Software genutzt. Warum auch immer. Du musst bitte darauf achten, ob es ein Tina, Tina 2, Tina 2S, was auch immer ist, und gucken, welche Software mit diesem Drucker wirklich kompatibel ist. Denn die entsprechende Ansteuerung entscheidet zwischen nix und gut. Also hier in dem Fall hatte ich die falsche Software, habe mir jetzt von Ntina die richtige Software runtergeladen. Ist es auch völlig egal, ob für einen PC oder Mac. Die funktionieren völlig identisch. Es gibt einmal die Software Wii-Bilder, also W-I-I-Bilder, und einmal Cura. Cura ist meines Erachtens die bessere Wahl, weil du da auch viel mehr einstellen kannst. Wenn du es einfach so fit und forget haben möchtest, funktioniert Wii-Bilder auch völlig problemlos. Problematisch ist es, wenn du über den Computer zu dem Drucker drucken möchtest. Das funktioniert okay. Möchtest du über das WLAN drucken, was der Drucker auch könnte, lass das. Du brauchst ja viel Zeit. Der Drucker muss das ja irgendwie verarbeiten können. Ich persönlich habe komplett Abstand von der WLAN-Funktion genommen. Die hätte für mich auch gar nicht drin sein müssen. Das ist meines Erachtens keine vernünftige Alternative. Ich benutze wirklich diese Micro-SD-Karte, kopiere von meinem Computer die Datei nachher, die G-Code-Datei, gehe dann zu dem Drucker da hinten hin, steck die ein, wähle das aus, drück auf Drucken und los geht's. Dann kann das Ding nämlich auch die ganze Nacht knattern. Übrigens, auch wenn sie so aussieht, ist die Slicer-Software, sowohl Cura als auch Wii-Bilder, keine 3D-Software. Hier ist eher so das Arrangement, das Skalieren, das Positionieren die Frage. Und wie du später drucken möchtest. Möchtest du schnell, langsam, superfein, ultrafein? Also was soll dein 3D-Drucker nachher liefern? Wie sind die Schichthöhen? Und ganz ehrlich, hier ist die Position die Grundlage für viele, viele, viele weitere Videos. Denn wenn du, wo ist es denn? Hier zum Beispiel diese unterschiedlichen Schichthöhen, ja? Die Geschwindigkeit, wie dein Drucker zurückziehen soll, wie heiß er drucken soll, wie kalt das Druckbett sein soll. All das kannst du hier einstellen und da sind super viele, sagen wir mal,
Trial and Error, also Erfahrungssituation, die du dadurch generieren kannst. Nicht alles, was funktionierte, ist für Modell A super oder für Modell B schlecht. Also ich kann dir schon eins verraten, 3D-Druck ist mehr als ein Experiment. Ich habe zum Beispiel zwei Helme gedruckt, also identische Helme, den einen so, den anderen so. Der eine hat 8 Stunden gedauert, der nur 7 Stunden. Und der mit 7 Stunden war aber viel kniffliger nachher zu befreien als der, den ich auf dem Rücken liegend gedruckt habe. Also es ist tatsächlich wirklich eine Menge Erfahrung, die in 3D-Druck reingeht. Du brauchst Zeit, der Frustlevel ist, sagen wir mal, schon vorhanden. Bitte beschäftige dich einfach mit dem 3D-Druck, mit deinem 3D-Drucker und verteufle ihn nicht. Denn selbst der Tina 2S, den ich hier habe, den auch du vielleicht kaufen möchtest, ist okay. Unten rechts in der Software wird übrigens angegeben, wie viel Gramm Filament nach dem Slicen benutzt wird. Also theoretisch. Wie lang die Zeit ist. Also so theoretisch. Bei der Zeit kannst du nochmal so 15-20% draufrechnen und dann ist das auch die reale Zeit. Und wenn du dir denkst, Alter, da steht 8 Stunden. Ja, es wird 8 Stunden dauern. Meistens schmeiße ich die Drucke so nachts an und er ist auch nicht wirklich laut. So wirklich laut ist der Tina 2S nicht, aber ob ich ihn mir ins Schlafzimmer stellen würde und dann drucken würde, ich weiß es nicht. Zum völligen Genuss gibt es ihn hier nochmal in Nahaufnahme und natürlich auch mit nahem Sound. Ja, und natürlich möchtest du wissen, ob ich den Tina 2S dir empfehlen würde und das kann ich mit einem ganz klaren, kommt drauf an, was du damit machen möchtest. Wenn du mal in die 3D-Welt einschnuppern möchtest und den Drucker nicht zusammenbauen möchtest und mal ein günstiges Angebot nutzen möchtest, denn öfters ist der Drucker nicht nur für 199 Euro, sondern rabattiert auf 169 oder sogar noch günstiger. Ja, also zu haben, schlag zu. Wenn du da in die 3D-Welt möchtest, mach das, ist ja nicht verkehrt. Wichtig ist, dass du wissen musst, dass das Filament, wenn du eine 1 Kilo Rolle haben möchtest, nicht an den Drucker passt. Dass der Drucker nicht so schnell ist. Er schafft im Durchschnitt 40 mm die Sekunde. Ich finde das jetzt aber auch nicht so schlecht. Das Bauvolumen ist 10 mal 10 mal 10. Das ist okay, aber bei der Geschwindigkeit dauert halt ein großes Objekt, obwohl es vielleicht nicht so groß ist, locker mal 3, 4, 5, 7 Stunden. Und dann ist die Frage, ob ich überhaupt ein größeres Bauvolumen brauchen würde, wenn ich noch länger warten müsste. Also klar, vielleicht ist ein größerer Drucker schneller. Der schafft dann vielleicht 167% schneller. Ich verlinke auch nochmal so einen anderen Drucker, aber den musst du zusammenbauen. Der braucht auch mehr Platz. Die Frage aller Fragen ist, was möchtest du mit einem 3D-Drucker machen? Denn jetzt kommst nämlich du. Schreib bitte alles in die Kommentare, was du zum 3D-Druck wissen möchtest, wie dir das Video gefallen hat. Und wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, wenn du sagst, ne, Tina ist nicht mein Ding, ich mag eher Rita, um nochmal ganz am Anfang auf das lustige Lied von Du weißt, was ich meine zu kommen. Ja, dann 2 Likes. Schreib das bitte alles in die Kommentare, denn nur so kann ich auch den Content machen, der auch wirklich gut ist. Ich persönlich bin mit dem Tina 2S auch in dem schönen, ja, Mintgrün sehr zufrieden, denn er passt da perfekt in meine neue 3D-Drucker-Ecke. Also Wünsche, Anregungen, Lob, Kritik in die Kommentare und stay tuned.